Willkommen zu einer neuen Folge Kümmerte Toys, mein Lieben. Heute häkeln wir dieses wunderschöne Tuch. Dieses Tuch besteht aus vielen kleinen Dreiecken und ich zeige euch heute natürlich, wie das funktioniert. Super einfach, super Effekt. Und wenn ihr im Sommer was Schlichtes anhabt, könnt ihr das natürlich sehr schön nehmen als Eyecatcher. Für die Anleitung habe ich von der Garnmanufaktur dieses Garn hier verwendet. Ein normales Farbverlaufsgarn. Ihr könnt natürlich auch jedes andere verwenden, nur wenn ihr das wollt, habe ich das hier euch in der Infobox verlinkt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und los geht's. Meine Anleitung. Heute habe ich hier ein etwas dickeres Polyacryl verwendet, damit ihr einfach die Runden besser erkennt. Leider kann ich euch nicht mehr genau sagen, woher ich das habe. Dazu nehme ich die Adiswing in der Stärke 4,0 und ich empfehle euch einen Maschenmarkierer, weil so seht ihr besser, wo die Mitte ist. Die schriftliche Anleitung ist wie immer hier unten in der Infobox verlinkt oder auf kümmertutorial.de. So. Los geht's. Also fang an mit einer Anfangsschlaufe. In dieser Anfangsschlaufe häkeln wir jetzt 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das Ganze verbinden wir jetzt zu einem Kreis, indem wir in die erste Masche einstechen und eine feste Masche häkeln. Und jetzt arbeiten wir in diesen Kreis. Ihr häkelt jetzt 16 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So. Jetzt stecht ihr in euren Fadenring, häkelt eine feste Masche. So. Jetzt häkelt ihr wieder 16 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Jetzt das Ganze wieder mit einer festen Masche in den Ring verschließen. Und jetzt haben wir hier unsere zweite Schlaufe. Das Ganze wiederholst du jetzt noch dreimal, damit du 5 Schlaufen in deinem Kreis hast. Ich befestige jetzt meine letzte Schlaufenkette mit einer festen Masche in dem Kreis. Jetzt habt ihr 5 Schlaufen in eurem Kreis. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt nehmt ihr euren Maschenmarkierer und steckt den in die Mitte von eurem Tuch, damit ihr immer wisst, wo die Mitte ist. Das ist jetzt hier am Anfang noch recht einfach, aber ihr werdet sehen, Runde für Runde wird es dann ein bisschen komplizierter, sich das zu merken, wo die Mitte ist. Jetzt kommen wir in die erste Runde. Ihr startet jetzt mit 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt wenden wir die Arbeit. Und jetzt häkeln wir in die Spitzen von unseren Schlaufen. Das heißt, ich drücke die mit der Nadel immer ein Stück hoch. Dann weiß ich, aha, hier oben ist die oberste Masche. In diese stechen wir ein. Und hier häkelt ihr eine feste Masche. Jetzt haben wir die Grundform fertig und jetzt gehen wir zur ersten Reihe. Wir wenden jetzt die Arbeit nach oben und behäkeln jetzt hier diese Runde. Das ist unsere erste Runde. Und wir starten jetzt mit 16 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Wir befestigen jetzt die feste Masche in der Masche, wo wir eben schon die Masche befestigt haben mit einer festen Masche.
Und hier haben wir jetzt die erste Schlaufe in der ersten Runde. Es müssen natürlich zwei sein, deswegen machen wir jetzt nochmal 16 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Diese befestigen wir auch wieder in derselben Masche mit einer festen Masche. So, hier sind jetzt die ersten zwei Schlaufen für die nächste Runde. Jetzt müssen wir natürlich eine Brücke zur nächsten Schlaufe bauen. Das ist hier die zweite. Dazu häkeln wir 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gehen hier zur zweiten Schlaufe, gehen mit der Nadel rein, drücken die etwas nach oben, um in die mittlerste Masche zu stechen, häkeln dort eine feste Masche. Hier ist jetzt unser erstes Dreieck. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Schlaufen häkeln, damit wir in der nächsten Runde dann weitermachen können. Das heißt, ihr häkelt wieder 16 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jetzt befestigen wir unsere Luftmasche wieder hier oben in der obersten Masche mit einer festen Masche. So, und jetzt wieder 16 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Das Ganze wieder hier oben in der festen Masche befestigen, beziehungsweise in der Luftmasche. Jetzt haben wir auch hier wieder unsere zwei Schlaufen in der Masche. Und jetzt wieder 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt müssen wir natürlich wieder den Übergang zur nächsten Masche häkeln. Und zwar hier zu dem, wo unser Marker drin ist. Der Marker kommt jetzt raus, weil wir sind jetzt in der Mitte angekommen. Masche wieder nach oben drücken. In die oberste Masche einstechen. Eine feste Masche häkeln. Und jetzt kommen hier wieder unsere Luftmaschenschlaufen rein mit den 16 Luftmaschen. Also in die Mitte kommen übrigens immer 3 Luftmaschen, weil wir wollen ja unsere Mitte immer schön beibehalten. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Diese wieder in der obersten Masche befestigen mit einer festen Masche. Und jetzt kommt die zweite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und wieder in der obersten Masche befestigen mit einer festen Masche. Jetzt haben wir die zweite gemacht. Hier kommt wieder unser Marker rein, damit wir wissen, aha, okay, hier ist die Mitte. Und da wir ja in der Mitte sind, kommt hier jetzt nochmal eine Luftmaschenkette rein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und wieder schön hier oben in die Mitte mit einer festen Masche befestigen. Jetzt kommt die Brücke zur nächsten Schlaufe mit 7 Luftmaschen. 1, 2,
3, 4, 5, 6 und 7. Gehen jetzt zur nächsten Schlaufe, drücken die wieder nach oben und diese wird jetzt wieder befestigt mit einer festen Masche. Jetzt geht es weiter, wieder die Luftmaschenkette. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und wieder hier oben in die Masche einstechen und befestigen. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, oh, was ist denn nur? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. So. Und diese natürlich auch wieder hier in der Mitte der obersten Masche befestigen. Und dasselbe machen wir jetzt natürlich hier auch nochmal. Hier müssen wir erstmal wieder unseren Bogen dazwischen machen. Das heißt, ihr macht 7 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nach oben drücken, in die oberste Masche einstechen, eine feste Masche häkeln. Hier müssen wir jetzt nochmal die 2 Luftmaschenketten häkeln mit den 19 Maschen, mit den 16 Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Wieder in dieselbe Masche einstechen, eine feste Masche häkeln und nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und wieder hier oben befestigen. So, in Blau seht ihr jetzt unseren Anfang und hier in Gelb die erste Reihe. Jetzt in der zweiten Reihe zeige ich euch, wie ihr diese Stücke hier immer miteinander verbindet, damit auch da wieder ein Dreieck entsteht. Wenn ihr die dritte Reihe gehäkelt habt, wiederholt sich das Muster die ganze Zeit auf bis die Größe, wie ihr euch das Muster wünscht, beziehungsweise so groß, wie euer Tuch werden soll und natürlich wie viel Garn ihr habt. Wir brauchen jetzt natürlich erstmal wieder die Höhe, um in die nächste Reihe zu kommen, in Reihe 2. Das heißt, ihr häkelt 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt wenden wir die Arbeit und drehen das Ganze wieder nach oben. Und jetzt befestigen wir wieder die 7 Maschen in der Höhe von unserer ersten Schlaufe. Ich steche also wieder in die oberste Masche ein, häkelt eine feste Masche. Hier oben sollten immer 3 Schlaufen sein. Dann wisst ihr, dass ihr das Ganze richtig gemacht habt und die Höhe nicht vergessen habt. Und jetzt geht es mit der zweiten Reihe los. Wir starten wieder mit 16 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Die Luftmaschenkette wieder befestigen in der oberen Masche, wo unsere Schlaufe herkommt. Eine feste Masche häkeln. Und jetzt die zweite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. So, jetzt kommt auch wieder unser Farbwechsel. Da sehen wir schön, wann die Runde beendet ist. Die Luftmaschenkette wieder befestigen mit einer festen Masche. Und jetzt habt ihr hier die ersten 2 Schlaufen der Reihe 3. Jetzt kommt wieder unser Bogen.
die Maschen hier miteinander verbinden. Das zeige ich euch jetzt. Ihr macht 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nehmt euch die erste Schlaufe, stecht in die oberste Masche ein. Nehmt dazu die nächste Schlaufe, die als nächstes kommt. Das müsste diese sein, die gegenüber liegt. Diese verbinden wir jetzt miteinander. Das heißt, ihr stecht auch hier in die oberste Masche ein. Na. So. Und jetzt verbinden wir das Ganze mit einer festen Masche. So. Und hier ist jetzt euer nächstes Dreieck, was durch die zwei Schrägen entstanden ist. Jetzt häkelt ihr hier wieder genau eure zwei Schlaufen hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und wieder befestigen. Eine feste Masche häkeln. Und jetzt noch die zweite Schlaufe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Wieder hier oben in der Mitte befestigen mit einer festen Masche. Und jetzt habt ihr hier, wie ihr sehen könnt, in rosa die dritte Reihe. Beziehungsweise die zweite Reihe ist es ja erst. Jetzt kommen wieder unsere 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist jetzt wieder unser Steg, den wir zwischen die Maschen häkeln. Heißt, ihr geht in die erste Schlaufe, in die oberste Masche und natürlich wieder in die nächste. Weil hier entsteht ja jetzt wieder unser nächstes Dreieck. 1 feste Masche häkeln und hier ist das nächste Dreieck. Jetzt kommen wieder unsere 16 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Die Schlaufe wieder mit einer festen Masche befestigen. Und die zweite häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wieder befestigen unsere Luftmaschenkette mit einer festen Masche. Jetzt kommen wir schon wieder zur Mitte und hier häkelt ihr wieder 7 Luftmaschen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nehmt den Maschenmarkierer raus, weil hier kommen jetzt wieder unsere 3 Schlaufen rein, damit wir wieder die Mitte haben. So, hier wieder eine feste Masche häkeln, hier ist das nächste Dreieck. Und hier kommen jetzt wieder unsere 3 Schlingen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wieder hier oben in der Mitte mit einer festen Masche befestigen. So, haben wir die erste Schlaufe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Auch wieder in der Mitte befestigen. Das war unsere zweite Schlaufe. Da kommt auch wieder unser Maschenmarkierer rein, damit wir wissen, wo die Mitte ist.
Und jetzt kommt die dritte Schlaufe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und auch wieder befestigen. So, ich zeige euch das jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Und ihr seht, hier ist jetzt die nächste Reihe. Die geht wieder bis hier oben hin. Ich zeige euch jetzt noch alles bis zum Ende und danach wiederholt sich das Muster immer wieder im selben Schritt. Jetzt wieder 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier kommt wieder unsere nächste Schlaufe. Und hier müssen wir wieder darauf achten, wir müssen jetzt das nächste Dreieck bilden. In die oberste Masche einstechen und in die oberste Masche von der zweiten Schlaufe. Und diese werden wieder schön miteinander verbunden mit einer festen Masche. So. Jetzt kommen wieder unsere 16 Luftmaschen für die zwei Schlaufen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Schlaufe 1 und befestigen. Mit einer festen Masche. Und die zweite Schlaufe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und auch das wieder in der obersten Masche befestigen. Hier sind wieder meine zwei Schlaufen. Und jetzt geht es weiter mit 7 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und jetzt sind wir schon fast wieder am reinen Ende angekommen. Wieder das nächste Dreieck bilden. Feste Masche häkeln. Hier ist unser nächstes Dreieck. Und dann sind wir auch gleich wieder oben am reinen Ende angekommen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wieder hier oben befestigen mit einer festen Masche. Und nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Und auch wieder befestigen. Jetzt sind wir hier oben wieder an der letzten Schlaufe angekommen. Also machen wir unsere letzte Brücke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wieder in die oberste Masche einstechen. Und befestigen und wieder unsere Schlaufen häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Feste Masche häkeln und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Und auch hier wieder oben befestigen in der Masche von unserer Brücke. Und jetzt nur noch die 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arbeit wenden, wieder nach oben drehen. So, und jetzt wieder in die oberste Masche einstechen von den 16 Maschen. Eine feste Masche häkeln. Und jetzt geht es schon in die nächste Reihe. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Und ihr seht, ihr habt jetzt wieder
für die nächste Runde hier eure 3 Schlaufen. Das heißt, ihr häkelt jetzt hier oben wieder eure 2 Schlaufen. Dann kommen die 7 Maschen. Dann verbindet ihr wieder die nächsten 2 Schlaufen, die sich gegenüberliegen, zu einem Dreieck. Häkelt eure 2 Schlaufen hier oben hin. Häkelt nach den 2 Schlaufen wieder 7 Luftmaschen. Häkelt diese 2 Dreiecken zusammen, beziehungsweise häkelt diese 2 Schlaufen zusammen. Häkelt hier eure nächsten 2 Bögen hin. Dann wieder 7 Luftmaschen. Häkelt die nächsten 2 Bögen zusammen. Dann wieder die 2 Bögen hier unten dran. Dann kommt hier der nächste Bogen mit den 7 Luftmaschen. Dann kommt hier euer Maschenmarkierer. Dort häkelt ihr natürlich wieder eure 3 Schlaufen rein. Dann wieder 7 Luftmaschen. Nächsten 2 Bögen miteinander verbinden und so weiter und so fort. Und so wiederholt sich das Muster jetzt die ganze Zeit. Und ich zeige euch jetzt noch, wie ihr am Ende die Runde beziehungsweise wie ihr das alles miteinander verbindet und ihr euren Abschluss macht. Jetzt zeige ich euch noch die Abschlusskante, damit eure Schlaufen am Ende hier nicht so lose rumhängen. Dazu häkelt ihr jetzt 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stecht ihr jetzt wieder hier oben in die oberste Masche ein. Und nehmt natürlich die zweite Schlaufe auch noch dazu. Häkelt wieder eure feste Masche. So. Und jetzt wieder 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt wird wieder die nächsten 2 Stellen verbunden. Beziehungsweise die nächsten 2 Schlaufen. Und verbinden mit einer festen Masche. Und noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wieder in die oberste Masche einstechen. Und in die vorletzte vor der Mitte eine feste Masche häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt sind wir ja schon in der Mitte angekommen. Der Marker kann jetzt raus, weil wir sind jetzt in der offiziellen letzten Reihe oder Runde. Und hier auch wieder in die oberste Masche einstechen, feste Masche häkeln. So, zeige ich euch, wie das Ganze aussieht nach der ersten Hälfte. Bisschen zurechtziehen das Ganze. Und so schließt ihr dann die ganze Sache einfach ab. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Wenn ja, lasst mich gerne wissen. Und bis zur nächsten Folge Kümmer-Tutorials.